Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal von Smart Heads Europe, dein Kanal, wenn es um die Themen geht, Job, Geld, Leben, Business. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich habe heute sensationell gute Laune und warum das so ist, das verrate ich euch natürlich auch in dem Video. Es hängt unter anderem mit dem Thema Immobilien zusammen, doch darüber wollen wir nicht nur sprechen. Ich habe für euch auch das Thema Frank Thelen mal aufbereitet, der ist ja massiv in die Kritik geraten. Und wir sprechen heute natürlich auch über die steigende Inflation, über teure Lebensmittelpreise und was da in den nächsten Monaten noch alles auf euch zukommt. Deswegen solltet ihr unbedingt dranbleiben, den Kanal abonnieren, die Videos teilen und liken und nicht nur das, auch Mitglied unseres neuen Telegram-Kanals werden. Deswegen unten unbedingt mal die Description-Box abchecken. Also, legen wir los. Ja, steigen wir mal ein. Ich habe mir mal ein ruhigeres Plätzchen gesucht und fangen wir mal einfach an. Ich habe heute noch einen lustigen Artikel in der Welt gefunden, der war mit einer Bezahlschranke versehen, aber dass man dafür alleine noch Geld haben wollte, also das fand ich schon eine Unverschämtheit. Ich blende ihn mal kurz ein. Also Deutschland ist ein sehr gutes Land, um reich zu werden. Also da sind mir wirklich die Tränen die Wange wieder runtergekullert und dass man dafür noch Geld haben will, finde ich nur noch eine Frechheit. Also wir brauchen da gar nicht über Steuern reden, wir brauchen da auch nicht mehr über Banken reden. Das haben wir, denke ich mal, lange genug hier abgearbeitet. Natürlich muss man auch hier Steuern zahlen, aber wenn man mal hier einen Spitzensteuersatz bekommt, dann geht man einfach auf die Isle of Man und dann zahlt man einfach nichts. Und das sind immer so Spitzfindigkeiten, die wissen die meisten Leute nicht. Und auf das Thema Banken oder Finanzdienstleister komme ich auch noch zu sprechen, denn da hat es schon einige große Entlassungen gegeben. Da sind schon auch einige Fintech-Startups sozusagen wirklich in Bedrängnis geraten. Da möchte ich mal später noch mal näher drauf eingehen. Kommen wir erstmal zu Frank Thelen. Frank Thelen ist für mich so ein bisschen der Manfred Krug und die Telekom-Aktie. Wer so ein bisschen älter ist wie ich, der kennt noch Manfred Krug aus den 90er Jahren. Der hat immer so groß die Werbetrommel gerührt, damit die Leute Telekom-Aktien an der Börse kaufen für den Börsengang. Und das ist später, kurz vor seinem Tod, hat er das bitte bereut, ja, dass er die Leute dazu animiert hat, ja, weil da sehr viele Kleinanleger mit baden gegangen sind. Und Steuerung F hat jetzt auch ein sehr interessantes Video rausgebracht. Das muss ich, wie gesagt, echt mal an dieser Stelle loben. Das ist wirklich ein sehr tolles Video, was sie da gemacht haben über Frank Thelen und ob man ihm trauen kann. Ob er wirklich der Experte ist, dem die Leute vertrauen. Es vertrauen ihm anscheinend sehr viele Leute, weil er ja ein gutes Standing hat von die Höhle der Löwen. Da ist er ja auch mit bekannt geworden. Er hat auch schon einige Startups gehabt, aber er hat auch schon einige Schiffbrüche erleiden müssen mit seinen Startups. Also dieses von Flörke, von dieses Modelabel hat er an der Wand gefahren. Da hat er auch einige Kleinanleger mit um ihre Investitionen gebracht. Und auch Wirecard ist er mit negativ aufgefallen, weil er ja öffentlich noch gesagt hat, er investiert in Wirecard. Er hat einen guten Deep Research gemacht und er findet Wirecard besonders attraktiv und empfiehlt es deswegen, dahin sein Geld zu investieren. Ja. Also das wird es bei mir auf meinem Kanal nie geben. Also ich gebe hier sowieso keine Anlage- und Finanztipps, aber ich würde niemals in ein deutsches Finanz- oder Startup-Business investieren, um Gottes Willen. Also ich bin froh, dass ich nicht mal Kunde der Deutschen Bank mehr bin. Ja, also da verstehe ich nicht, warum die Leute da das einfach nicht durchschauen, warum sie immer denken, er hat da so ein gutes Standing oder warum ist er so vertrauenswürdig, nur weil man ihn durch die Hülle der Löwen kennt. Es ist ja, wie ich es immer sage, jedes Unternehmen arbeitet gewinnorientiert. Und warum wendet man sich auch gerne an kleinen Anleger? Warum sind die auch so beliebt oder warum nimmt man gerne das Geld von diesen Leuten? Ist doch ganz klar, es sind viele Leute, sie sind zahlreich vorhanden und sie sind alle verzweifelt, weil sie alle natürlich gerne einen guten Deal abschließen möchten. Und deswegen, also mit dieser Masse kann man auch sehr gut Geld verdienen und ob das dann immer so empfehlenswert ist, gerade in diesem Video von Steuerung F kam es ja dann auch zum Tragen, dass die Investmentbanker in New York zum Beispiel den Kopf geschüttelt haben, weil er geht ja mit einer mit einem Anlagengewinn von das 3- bis 4- oder 8-fachen sogar über 5 Jahre voraus, ja, also das Dreifache. Und da haben die gesagt, also diese ganzen Prognosen, die sind ja vollkommen aus der Luft gegriffen, ja. Also mehr braucht man dazu nicht sagen. Und ich sage es immer wieder, wenn es Angebote gibt, wo man zu viele gute Versprechungen bekommt, dann hat der Hund irgendwann Flöhe und dann soll man die Finger am besten davon lassen. Ja, kommen wir dann mal zum Thema Arbeitsplätze. Also wir haben ihr habt ja eine niedrige Arbeitslosigkeit von 2,3 Millionen. Da sind aber viele auch im Billiglohn- oder Niedriglohnsektor beschäftigt. Das heißt also, die Löhne werden nicht steigen. Und kann man davon ausgehen, dass die niedrige Arbeitslosenquote so bleibt? Das halte ich für ein Gerücht. Und wir sehen auch jetzt schon, dass gerade Startups nämlich massiv Mitarbeiter entlassen. Wir sprechen da auch von sehr vielen Fintech-Startups, darunter Klarna, SumUp, Kontist,
Getir, das ist ein Lieferdienst, der auch massiv Mitarbeiter entlässt. Und da sehen wir schon, dass es nicht läuft. Also deswegen mein Rat an dieser Stelle, ich würde never ever in einen deutschen Finanztech-Dienstleister investieren. N26 würde ich definitiv die Finger von lassen, von diesem Konto. Also da würde ich mal echt die Füße stillhalten. Aber das muss jeder für sich selber entscheiden, wo er rein investiert. Ich will euch damit nur sagen, dass man sich jetzt nicht in Sicherheit wiegen sollte und sagen, mein Arbeitsplatz ist sicher. Wir wissen nicht, ob bald der Gashahn abgedreht wird. Da haben wir auch ein spannendes Video zu gemacht. Das solltet ihr auch vielleicht mal reinschauen. Denn es sind nämlich sehr viele Industriezweige, die nämlich vom Gas abhängig sind. Das ist zum Beispiel, ja, nehmen wir mal BASF in Ludwigshafen. Und die haben gesagt, wenn ein Gasstopp kommt, dann können wir von heute auf morgen die Pforten schließen. Und das wird auch durch Kurzarbeit nicht mehr aufgefangen werden können. Also das sind große Sachen, die sich da, oder sage ich mal, Gefahren, die sich im Hintergrund da abzeichnen, die ich unbedingt auch mal im Hinterkopf behalten würde. Ja, viele Leute fragen sich natürlich, warum ist der Alex heute gut drauf? Warum hat er so gute Laune? Und ich habe am 30. Juni hat mir mein Vermieter geschrieben, ob ich nicht heute schon die Miete bezahlen könnte. Ich lebe hier in einem sehr, sehr teuren Viertel oder mit einem sehr, sehr teuren Gegenden generell in England, wo sehr reiche Leute wohnen und auch wo die, ja, wo man ganz einfach, ja, ihr seht ja schon das Meer, ich habe 5 Minuten zum Meer, man lebt sehr exklusiv und auch wo natürlich viele Leute in das Immobilienbusiness einsteigen. Und mein Vermieter, der hat so verschiedene Wohnungen, der macht auch Airbnb, also der hat hier wirklich gesagt Top-Spots sich ja, geholt oder sage ich mal, ja, finanziert. Und er hat mir jetzt geschrieben, dass er finanzielle Probleme hat, ob ich nicht am 30. Juni jetzt schon die Miete überweisen könnte. Vielen Dank, hat er gesagt. Und habe ich gesagt, okay, mache ich, ich schicke dir das Geld. Und was ich damit sagen will, ist, das ist jetzt auch keine Schadenfreude, es zeichnet sich ab. Wir haben hier eine Zinserhöhung, die Bank of England wird nochmal erhöhen. Ich gehe davon aus, dass sie im Juli nochmal die Zinsen anheben wird. Dann haben wir hier ein richtiges Hypothekenproblem, weil die Hypotheken hier auch in der Regel nur 5 Jahre so laufen. Also es gibt jetzt nicht diese Langzeitbindungen wie in Deutschland. Und in Deutschland sehen wir auch schon, dass es immer schwieriger wird, Luxusimmobilien an den Mann zu bekommen. Also da hat es auch noch mal einen Artikel gegeben in der Welt, ich bilde den mal kurz ab, hier im Video, wo man jetzt schon sagt, also dass bestimmte Städte, die laufen gar nicht mehr. Es gibt noch Städte, die laufen, aber auch da ist es schon sehr, sehr zurückhaltend. Es gab auch Probleme mit dem Porsche Tower in Frankfurt, da wollte auch irgendwie keiner großartig mehr investieren. Also die Leute, und das ist schon so, wenn reiche Leute anfangen, nervös zu werden oder jetzt mit Investitionen zurückhaltend werden, dann ist es also Alarmsignal, ja, dass auf dem Immobilienmarkt was im Busch ist. Und das sehe ich ja hier auch schon. Wir reden hier auch im Premium-Segment letztendlich. Und das sind immer diese blumigen Versprechungen von Immo-Coaches, ja, weil das kommt immer galant daher und man lädt sich auch immer Gäste ein, die einem auch nur nach dem Mund reden, die sagen, es gibt keine Immobilienblase und jetzt kommt sowas auf. Also man ist hier schon einen Schritt weiter, egal ob das bei die kontaktlosen Kassen bei Lidl sind oder ob das jetzt auch, was die Immobilien, was den Immobilienmarkt anbelangt. Wir sehen jetzt definitiv Verwerfungen und wir sehen jetzt, dass die Zinsen sukzessive steigen werden. Und selbst die ING DiBa hat ja angekündigt, dass sie jetzt bald also von den Negativzinsen abrücken will und dass man da bis zu 500.000 Euro ohne Negativzinsen jetzt parken kann. Also das ist doch schon mal was. Also das ist ja schon mal was, dass man sich darauf einstellt, dass auch die EZB gezwungenermaßen irgendwie vielleicht um 0,25 oder 0,5% die Zinsen anheben wird. Und dann ist in Deutschland ein Beben da. Und das habe ich schon in den vergangenen Videos gesagt. Ihr habt ja schon 3% fast jetzt an Hypothekenzinsen. Ja, das sind aber immer wieder diese Leute wie unser Ed zum Beispiel. Also mein Freund Ed, der auch immer denkt, er ist der Immobilienguru und Immobilienmillionär. Und das ist einfach nicht mehr so, weil die Immobilien dann fallen werden. Oder beziehungsweise, wenn es die Leute nicht mehr bezahlen können, dass sie wieder auf den Markt kommen. Und das ist das, worauf ich nämlich spekuliere. Ich spekuliere darauf, dass es bald am Immobilienmarkt mächtig rauschen wird im Gebälk, dass viele Leute das nicht mehr bezahlen können und dann kann man günstig Immobilien kaufen. Denn ich möchte auch mal an dieser Stelle in diesem Video mal klarstellen, ich habe nichts gegen Immobilien. Absolut nicht. Ich liebe Immobilien, aber ich kaufe niemals etwas zum Höchstpreis. Ich würde mir jetzt auch keine Uhr kaufen oder sonst was. Ja? Ich würde mir jetzt auch nicht eine Rolex für 12.000 Pfund kaufen. Ja, das ist einfach zu teuer. Ja, ganz klar. Also das ist doch alles, das sind doch alles Sachen, da muss man einfach abwarten, bis sich die Zyklen wieder drehen. Und gerade am Immobilienmarkt ist es ja anders als im Aktienmarkt. Das dauert ja Jahre, bis man erstmal wieder so einen Höchststand erreicht hat. Und deswegen habe ich immer wieder gesagt, jetzt ist der beste Zeitpunkt zu verkaufen. Das ist meine Meinung. Ich mache hier keine Anlagenberatung. Ich möchte auch keinen hier, ja, irgendwelche Tipps geben, die ihr vielleicht später bereut. Das ist meine Strategie. Und bei mir
oder ich sehe es ja selber hier, wie es jetzt hier läuft, es haben sich viele Leute mit den Hypotheken übernommen und es wird hier bald sozusagen einen großen Andrang auf dem Immobilienmarkt geben, ja, wo auch die Preise dann definitiv in den Keller rauschen. Und wie gesagt, in Deutschland seht ihr das ja auch schon, die Reichen kriegen langsam kalte Füße. Ja, das soll es mal an dieser Stelle gewesen sein. Ich habe mir hier ja nächstes Mal hoffentlich ein besseres Mikrofon am Start, sonst gehe ich mal direkt mehr ans Meer. Das hat heute leider mir den Dienst quittiert. Ja, da konnte ich leider nicht näher ans Meer gehen und nehme euch mal mit, was es hier alles für schöne Eindrücke gibt, wie man hier schön leben kann. Ja, habt ihr so ein bisschen auch gesehen, gute Wohngegend halt, also alles sehr, sehr abgeschottet, ruhig, keine Kriminalität und ja, kann man hier aushalten. Also deswegen halt, glaubt nicht daran, dass ihr in Deutschland reich werden könnt. Also das ist, wie gesagt, das ist also für mich der Witz des Tages. In diesem Sinne, macht's gut und habt eine gute Woche.